Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge. Mein Test. Quitter Server Let's Play. Yay. Rushi hat das Netzwerk verlassen. Das Spiel verlassen. Netzwerk-Selbstüberschreitung. Aha. Oh, halt. Ich wollte doch hier. So. Ist denn. War denn schon wieder falsch rotiert? Deswegen sowas am besten. Wo war das gerade? Immer mit so einem, mit dem Placement-Tool machen. Sonst ist alles kreuz und quer ausgerichtet. Je nachdem, wie du selber halt stehst, ne? Also nicht nur, aber in der Regel ist es immer so, dass die Platten sich halt, wenn du halt ne, relativ schräg stehst, also jetzt nicht ganz nach oben guckst, sondern halt sobald du ein bisschen schräg stehst, guckst, dann richtet sich die Platten immer nach deinem Blick aus. Und wenn du ganz gerade nach oben guckst, ich glaube, dann richtet er sich einfach nach einer Himmelsrichtung aus oder irgendwie so war das. Ne? Also sobald du halt schräg guckst, ist es immer danach ausgerichtet, wie du selber guckst. Und dementsprechend musst du denn, wenn du den Platten platzierst, immer in die gleiche Richtung gucken. Oder darfst du halt alles mit Schraubendreher nacharbeiten. Ja. Oder man spielt halt auf meinen Servern oder andere Server, die auch das Placement Tool haben und nutzt das Ding. Denn das ist Gold wert. Ich würde sogar fast sagen, es ist mehr wert als Gold. Hey, lass mich, ich bin Arzt. Deine Mutter. Danke. So, jetzt fehlen uns genau die drei Dinger, die wir noch überall viel platziert haben. Und irgendwo war noch eins da. Dankeschön. Jetzt brauchen wir nämlich hier noch genau noch eins und haben jetzt genau noch zwei für die Dinger hier übrig. Ach verdammt, wir haben ja hier noch zwei über, die wir wieder rausschlagen müssen. Ich kann die mir gar nicht bauen brauchen. Ach, ich bin noch dumm. Ach, wenn man nicht an alles denkt hier. Ich mach mal. Jetzt, da wir eh einfach rausnehmen können, mache ich mal die beide weg. Ich glaub, das sieht optisch besser aus. So. Ne, weil dann kommt nämlich hier die Kante. Genau hier oben drauf und wird nicht versetzt, wo das wieder komisch aussehen könnte. Sondern das ist wirklich ein Objekt, ein festes, was wirklich überall solide ist. Abgesehen von hier hinten, weil hier hast du nämlich auch diese, ne, dass das eigentlich nur mit einer ganz Mikrometerbreite aufliegt. Also quasi eine Atombreite. Ha? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich klatsche die Dinger einfach mal kurz hier gegen die Wand. Gucken, ob das geht. Ja, es geht. Kann ich nämlich einfach kopieren und einfügen. Das ist ja jetzt beschissen. Dann müssen wir das wohl doch anders machen. Dann müssen wir es wohl doch nehmen. Verdammt. Das ist ja verdammt deprimierend. Gut. Hätten wir das geklärt. Du noch da, du noch da. Dann, vor allem jetzt ist es wieder so richtig rum, weil er gerade eben falsch rum. Ha! Aber es war alles geplant, weil jetzt ist genau richtig rum. Aber der Vorteil ist, okay, dadurch, dass die Blöcke ja eben eins höher sind, hast du trotzdem eine ordentliche Verbindung zwischen den beiden. Von daher geht es auch so. Ja, und schon sieht das Ganze nicht mehr so schlimm aus. Jetzt sieht das Ganze doch wesentlich annehmlicher aus. Ist ja immer noch unnötig groß, aber besser geht's halt. Ne, besser geht's halt nicht so. Lieber so. Das ist doch ganz geil. Jawohl, ja. Matteo ist im Spiel beigetreten. Oh mein Gott. Und das auch noch zum ersten Mal. Hi. Du Affenschaukel. So. Okay. Dann passt doch das jetzt. Dann haben wir doch hier jetzt hier eine wunderschöne kleine Schlafecke. Wenn man die Gardinen komplett aufmacht, hat man immer doch die volle Sicht auf alles.
Siehst du, ich könnte es sogar eigentlich anders machen, damit es quasi so Standard ist. Heute mache ich lieber hier ein bisschen mehr zu, damit man immer noch erkennt, dass es eine Gardine darstellen soll. Ungefähr so. Und nehme die dafür weg. Jetzt mache ich die dafür quasi ein bisschen weiter auf. Ah, da erkennt man immer noch, dass es eine Gardine sein soll. Wobei man jetzt das schöne Bett nicht mehr sieht. Aber dafür, ne, hat man hier jetzt schöne Aussicht. Mal hier die beide, immer mal drunter weg hier. Voilà. Sehr schön. Das kann man so machen, auf jeden Fall. Von hier oben sieht es auch einigermaßen ansehnlich aus. Lots of yellow from the egg, aber ja. Ganz gut geworden. Ganz gut geworden. Ganz gut geworden. So, dann räumen wir mal unser Inventar auf. Haben wir jetzt noch irgendwas drin? Beton, hier ist alles noch. Hast du nicht Silbersandstein dabei? Haben wir es hier reingedeppert? Ja, haben wir. Haben wir sonst noch irgendwie Silbersandstein? Nö. Na gut, dann. Ach so, sind da Betonplatten. Keine Silbersand. Ja, dann. Ach komm, ich pack die hier nach unten. Wollte ich gerade wegdeppern, aber ganz ehrlich. Drauf geschieselt. So. Oh. Silbersandstein. So. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die können wieder hier oben in die Kiste rein. Warum haben wir so viele Öfen dabei? Was ist mit denen los? Und viel Lack gesoffen? Ja, schauen wir uns mittlerweile fast hin. Den müssen wir aber eigentlich auch hier mit in die Werkkiste schmeißen können, einfach, ne? Ja, funktioniert wunderbar. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir reparieren könnten? Die Holzhacke. Hacke. Zum Beispiel. Ganz wertvoll. Ganz wertvoll. Da haben wir drei ange. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, was soll's. Was soll's. So. Gut, das brauche ich nicht reparieren, weil da haben wir ja noch hier haufenweise Stuff. Genauso wie ich die Dinger auch hier definitiv langsam aufbrauchen kann. Hinter der Kiste, die da hinten irgendwo steht, haben wir noch 20.000 Millionen Milliarden. Von daher. Na, nice. Stromdreher wieder heile. Juhu. So, dann würde ich jetzt gerne tatsächlich mal gucken wegen dieser Pipe hier. Da gehen wir mal ganz kurz als Walker rein. Ich kann nicht mehr schreiben. Was ist denn los mit mir am Mandakon? So. Und dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen, wo wir schön viel Platz haben. Ich weiß gerade nur nicht, wo das sein könnte. Auf Wasser zum Beispiel wäre vielleicht keine so schlechte Idee. So, hier haben wir schon viel Platz letztendlich. Ja, dann nehmen wir das hier. Letztendlich können wir auch hier vorne bauen. Ja, hier vorne haben wir schon viel Platz. Easy. Hier ist das easy. Okay. Meine Idee ist jetzt folgende. Ich würde gerne, ich brauche ein paar Chests da. Wie mache ich das am dümmsten? Ich nehme mal erstmal ein paar Kisten.
Dann brauchen wir definitiv mehr Pipes. Was bist du? Ah. Habe ich sogar schon fast die richtigen. Aber brauchen wir auch noch wesentlich mehr. Gib mal ein paar her. Dankeschön. So, dann brauchen wir ein paar Itemwise-Injektoren. So 10 Stück. Klingt ganz praktisch. Dann brauchen wir Mesecon. Da brauchen wir einmal das. Wir brauchen einen Taster. Dankeschön. So, was brauchen wir noch? Eigentlich mehr nicht. Achso, und wir brauchen natürlich irgendwas, was war. Ne? Irgendwas, was schön hell ist. Dann nehmen wir einfach mal Uran. Oder noch besser, Lava. Lava ist schön hell. Ja. So. Was ich jetzt gerne mal probieren möchte, ist, wir gehen mal hier hin und klatschen hier auf den Boden ein paar Kisten. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir mal gleich 10. Wollen wir gerade 10, 10 haben. So, dann dahinter unsere Stackwise-Injektoren. Hey. Hab ein bisschen Respekt, Motherfucker. So. Und da drüber kommen jetzt diese Dinger. Muss nur gucken, wo ich am dümmsten den Schalter platziere. Matteo ist wieder da. Gut, das geht so schon mal gar nicht. Aha, das geht. Okay, jetzt ist verbunden. Ja gut, dann machen wir so. So, und jetzt kommt nämlich Dicke. Jetzt muss ich hier... Oh Gott, das wird ein Spaß. Jetzt muss ich hier ganz viele Pipes pipen. Oh, das wird ein Spaß. Oh, ist das dumm. Ist das hässlich. Oh, ist das uncool. Gar keinen Bock mehr. So, gar keinen Bock mehr. Aber ich bin ja Admin. Ich habe die Macht und werde sie zu nutzen wissen. So. Meine Idee. Damit wir einen fairen Vergleichswert haben, mache ich am Anfang erstmal eine Beschleuniger. Ne? Damit es ein bisschen Hardcore-Speed wird. So, ne? Damit die erstmal ordentlich auf Geschwindigkeit kommen. Ich mache einfach mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das klingt schon eine Zahl. Machen wir mal 10. Haben wir jetzt hier 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 7, 8, 9, 10. So, das klingt dann mit einer sauberen Zahl. Und der Rest ist dann einfach nur die eigentliche Pipe. So, hier werden wir jetzt erstmal, oh, das wird richtig kacke. Hier wird erstmal den Bereich markieren. Warum mache ich das eigentlich in der Live-Welt und nicht in der Singleplayer-Welt? Egal. Minus Z. Stack Z minus 9.
So, jetzt haben alle wunderbare Röhrchen dran. Und rein theopraktisch müsste jetzt eigentlich, angenommen, ich packe überall. Ja, ich wollte doch. Na, passiert nicht. So. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, bam. Müssen sie sich alle gleich schnell bewegen. Werden wieder langsamer, genau. Und müssen dann irgendwann gleichzeitig am Ziel rauskommen. Alles lilalu. Voll easy, voll peasy und so. Ja, das wird jetzt noch wieder dauern. Ganz schön lang geworden, irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht doch ein bisschen sehr lang geworden. Aber gut, umso, ne, umso besser sind spätere Messergebnisse, die wir erzielen wollen. Guck mal, der ist etwas schneller. Oh. Daraus resultiert, wenn man keine Beschleunigungstyps hat, ist man schneller, als wenn man keine Beschleunigungstyps hat. Ist ja irgendwie logisch, ne? Ja. So, müssten ja gleich alle rausgeploppt kommen. Ach scheiße, die gehen da zurück. Ich brauche hier am Ende, brauche ich ja noch so eine One-Way-Tube. Wie soll das jetzt gehen? Geht das so? Ah, genau, falsch rum. Geht das so? Ja. Na super. Gut. Egal. Achso, ah, da kommt ja schon wieder. Ah ne, die geht auch in die andere Richtung. Oh, das hat ewig dauern. Oh mein Gott. Das kann ewig dauern. Gut, egal, soll uns erstmal nicht stören. Wir brauchen jetzt irgendeine Art von Markierung. Nehmen wir einfach mal Dirt. Damit ich hier nicht durcheinander komme. Bis hier ist die Beschleunigungsspur. Das heißt, ab hier ist Start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin schneller als die Dinger. Ha! Ja, 5, Gott, die haben viele. 1, 3, 4 und verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gott, wie lange ist das noch? Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Und dann endet hier die Ausgabe. Ne, weil wenn du hier so nur eine One-Way-Pipe ranmachst, dann prallen die einfach davor ab und gehen direkt wieder zurück. Wenn du aber eine One-Way-Pipe hast und dann noch ein Rohr dran hast, dann denken sie, dass sie durchgehen können. Wollen sie dann aber am Ende merken, scheiße, es gibt keinen Weg zurück, singen sie das Lied von... Ich hab vergessen zu stacken. Der hat dabei das Wasser weggenommen? Wow. Warum das denn? Ach, wegen diesem Leuchteffekt, weil es ja dieser komische, ne? Da ist ja, dass wenn du, ne, dass wenn du hast Wasser, oh, der Zwerg ist weg. Bis bald. Was? Ja, also wenn ich irgendwas in der Hand habe, ne, was leuchtet, dann mache ich ja Licht.
Und genau dieses Licht ist halt auch ein Block. Und deswegen hinterlasse ich das aber neu, oder? Das war doch früher nicht so. Kann sein, dass sie die Mod geupdatet haben? Weil eben, um mir drumherum, deswegen haben ja auch diese Fackeln unter Wasser nicht funktioniert. Ich meine, gut, obwohl logisch, weil Fackeln im echten auch unter Wasser ausgehen. So, aber allgemein, wenn du halt solche Blöcke in der Hand hattest, haben die zwar oberirdisch funktioniert, aber sobald du halt unter Wasser warst, hast du halt trotzdem kein Licht mehr gemacht. Weil, ja, da halt der Wasserblock war und dementsprechend aber nur Luftblocks ersetzt wurden. Und jetzt werden wohl scheinbar auch Wasserblöcke ersetzt. Oder es ist vielleicht ein Bug beim Lava, dass es nach wie vor eigentlich nicht so sein soll. Ich gebe mal kurz irgendwas anderes Leuchtendes. Ah ne, doch, hier ist es auch. Ja, dann ist das... Ich probier einfach mal direkt eine Fackel. Ah, okay, das ist wirklich nur bei Fackeln nicht so. Okay, der ist mir nur noch nie aufgefallen, dass es nur bei Fackeln nicht so ist. Das heißt, es funktioniert bei allen anderen, nur nicht bei Fackeln. Okay, wow. Siehst du? Und das war für mich jetzt auch hier, dass da nichts leuchtet, weil dort halt kein Lichtblock gesetzt werden konnte. Dort hast du jetzt einen Lichtblock, aber weil es halt auch ein Block ist und damit kein Wasser mehr ist, hast du da eine Wasserlücke. The more you know, you know? Es wird übrigens ganz schön dunkel hier. Time. Machine. So. Okay, wir wollen jetzt mal hier. Alter, wie lang ist diese. Ist diese. Ist ja abartig. So. Eins. Zwei. Drei. 4. War das richtig? Ja. 5. 6. 7. Okay. 75 Blöcke ist das Ding lang. Wow. Achso, weil es gerade wurde, was ich sein soll, das ist einfach nur eine. Oh scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist einfach binäres Zählen quasi. Also sind es genau 70 Blöcke. Bis zum Ende. Ja, 70 Blöcke, genau. Das ist quasi der unterste Block, der hier, ist 1, 2, 4. Und man muss einfach immer nur die Werte zusammenzählen, ne? 1 plus 2 plus 4 ist 7, 2 plus 4 ist 6, 1 plus 4 ist 5, 4 ist 4, 1 plus 2 ist 3, 2 ist 2 und 1 ist 1. Ne? So zählt man binär. The more you know. Digga, heute richtige Wissenschaftsfolge. Was ist denn los, Yamanakolm? Okay. So. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Jetzt müssen wir, was mache ich am besten mit dem Replacement-Tool, was einfach einfacher ist. Gib mir mal so ein Ding. So. Ich gebe mir mal irgendwelche Signs. Gib mir ein Signal. Aha. 2. 3. 4. 5. Gott, das dauert echt länger insgesamt, als ich dachte. Ist das hier? Das ist eine Testanlage hier. 7. 8. 9. 10. Ja, mehr Zeit brauchen wir nicht. So. Was ich jetzt vorhabe, ist jetzt so gucken. Wir nehmen jetzt hier das Ding. Und jetzt. Wenn jeder... Warum ist das gefailed? You have no further accelerator tube... Ach, come on. Ernsthaft jetzt? Ach, so scheißen Dreck. Give me...
Pipeworks Acceleratore Tube 3. 65.535. The absolute maximum, was geht. Oh, die Dinger sehen ja schön aus. So. Verdammt! Ernsthaft? Okay, wir müssen also wirklich echt alle händisch ersetzen. Oh mein Gott. Ist das traurig. Oh, ist das scheiße. Was passiert hier gerade? Okay. Oh mein Gott. Oh, ist das scheiße. Oh mein Gott. Gar kein Bock mehr. Warum machen wir das nochmal? Ihr wollt mich doch einfach nur leiden sehen. Kann das sein? Und jetzt hat dieses Wassergeräusch dabei. Ich mach mal kurz stumm hier. Das ist ja, kriegst ja eine Krise. Ich glaube, ich baue erstmal ab. Ist so wahrscheinlich einfacher. Na, verdammt. Dich hier so, danke. Geht doch. Siehst du, so gleich viel besser. Ha. Und das Spiel dachte schon, es kann mich brechen. Da breche ich aber erstmal ins Essen. So, und am Ende kommen wir wieder sauber raus mit der sauberen Zahl. Was ist hier los? Egal. Ach so, klar, weil er dort ist, kann sich das nicht mehr hier verbinden. Ja, nevermind. Ist ja logisch. So, das sieht soweit korrekt aus. Ja. So, und wer hätte gedacht, da wo ich drin steht, Dreier, komme ich jetzt und mache es alle drei. Das wird so ein Spaß. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siehste, ja, und wer sich jetzt fragt, Junge, was machst du da eigentlich? Das ist der Grund, weswegen ich bis vor einer Weile halt das, was ich als Admin mache, nicht aufnehme. Weil ich halt selber immer nicht weiß, wie interessant ist das Ganze überhaupt? Guckt sich das überhaupt irgendjemand an? Oder fassen sich alle gerade an den Kopf und sagen, Junge, mach den Scheiß doch privat. Das will keine Sau sehen. So, ne? Das heißt, die es sehen wollten... Andersrum, die es nicht sehen wollten, können sich jetzt bei denen, die es sehen wollen, bedanken. Und so, meine Lieben, sieht man Zwietracht in den eigenen Zuschauern. 1, 2, 3, 4. Aber jetzt wird es schwierig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aber ich jetzt nicht, ob ich jetzt verzählen kann. Ich hoffe, es ist alles richtig soweit. Bis jetzt, ja. Nein. Nein. Direkt verkackt. Direkt am Anfang verkackt. Das ist doch nicht wahr. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. 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 So, wo ist der 40er Marker? Der 40er Marker ist hier. Hier müsste genau eine Lücke sein, genau. Und alles andere sieht bis dahin auch richtig aus. So. Film war schon einfach. Alter, hat mir voll die Nase am Nacken. So, Film war ganz einfach. Muss ich einfach nur mal bei den Dingen immer machen. So. Hm.
Voilà. So, ja, ab jetzt wird es richtig interessant. Bei den hohen Zahlen, da ist ein Versehen quasi vorprogrammiert. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, kann ich mal... Ne, gibt es noch schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist der 60er, der 60er Marker? Der ist da. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das haut hin. Okay, ich habe mich also wahrscheinlich nicht verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 1, 2, 3, 4, genau. Gut. Also, dürfte also auch richtig sein. Jetzt der 70er. Es wird immer bekloppter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das sieht auch richtig aus. Ja, genau beim 70er Marke angekommen. Das sieht also auch richtig aus. Oh, Alter, ist das eine Katastrophe. Alter, die Post. Das sind so genau diese Tätigkeiten, wo das Gehirn so richtig schön käsig wird. Einfach so richtig schön. Ja, keine Ahnung, Bratgau oder I don't know. Ja, bis zur nächsten Folge.